Riesenaufregung in den USA, der Kremlgate-Skandal explodiert für US-Präsidenten Donald Trump, könnte es jetzt wirklich brandgefährlich werden. Zuerst waren gegen den Wahlkampfmanager von Trump Paul Manafort sowie einem Geschäftspartner von Manafort namens Rick Gates Anklagen erhoben worden nach Ermittlungen von Sonderermittler Bob Mueller, der für das FBI hier recherchiert in der Russen-Causa. Beide Männer hatten sich dem FBI gestellt. Es klickten die Handschellen. Danach gab es eine erste Gerichtsvorführung. Insgesamt wird den Männern vorgeworfen, in 12 Anklagepunkten das Gesetz gebrochen zu haben, darunter Vorwürfe der Geldwäsche, der Steuerhinterziehung und sogar der Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Doch nur Stunden später platzte eine möglicherweise noch viel größere Bombe. Ein ehemaliger außenpolitischer Berater des Wahlkampfteams von Donald Trump, ein Mann namens George Papadopoulos, hatte sich vor einigen Wochen schuldig bekannt, ist jetzt bekannt geworden. Er hätte gegenüber dem FBI gelogen bezüglich Kontakte, die er mit Russland gehalten haben soll, mit russischen Kontaktleuten. Die Enthüllungen sind hochbrisant und könnten die erste Smoking Gun sein, der erste handfeste Beweis, dass es tatsächlich Absprachen zwischen Team Trump und russischen Offiziellen gegeben haben könnten bei der Dreckschleuderschlacht gegen Hillary Clinton, die auch von russischen Propagandisten vehement betrieben worden war. Papadopoulos hätte so das FBI einem Wahlkampfkoordinator berichtet, dass er sich um Treffen mit hochrangigen russischen Offiziellen bemüht hätte. Dabei hätten die möglichen bilateralen Beziehungen zwischen Washington und Moskau im Fall einer Trump-Präsidentschaft besprochen werden sollen. Allerdings meldete der Mann auch der Wahlkampfführung von Team Trump, dass ihnen die Russen mitgeteilt hätten, dass sie über Dreck, über schädliche Informationen über Hillary Clinton verfügen würden, darunter auch tausende E-Mails. Moskau hat bisher nie zugegeben, dass sie tatsächlich E-Mails über Hillary Clinton gehabt hätten, die von russischen Hackern gestohlen wurden. Diese E-Mails wurden im Wahlkampffinale über WikiLeaks veröffentlicht und hatten Hillary Clinton massiv geschadet. Hier ist erstmals nachzulesen, dass Russland gegenüber einem Vertreter des Trump-Wahlkampfteams das zugegeben hätte. Sehr, sehr brisant. Für Donald Trump sind das tatsächlich dramatische Stunden. Er hatte bisher händeringend versucht, diesen Skandal wegzudiskutieren. Er hat ihn als Scherz bezeichnet. Er hat ihn als Komplott der Demokraten heruntergemacht, die Wahlen verloren hätten und ihn jetzt so aus dem Amt jagen wollen. Diese Argumentation eines Scherzes wird natürlich für Donald Trump jetzt immer schwieriger. Es gibt jetzt ab heute eben Anklagen gegen zwei Männer. Es wurde bekannt, dass sich ein dritter, dieser Wahlkampfberater, schuldig bekannt hat. Eine wirklich dramatische Eskalation. Für Donald Trump wird es eng. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie er sich jetzt in den nächsten Stunden und Tagen verteidigen möchte. Und natürlich hochbrisant sind die Anschuldigungen gegen diesen Wahlkampfberater, der mehr oder weniger hier Hinweise liefert, dass es tatsächlich eine Zusammenarbeit, Absprachen gab zwischen Team Trump und Moskau. Das natürlich würde Hochverrat gleichkommen und möglicherweise Donald Trump in ernste Schwierigkeiten bringen. Auch ein Amtsenthebungsverfahren kann für so einen Fall nicht ausgeschlossen werden. Jedenfalls, eines ist klar, der Skandal Kremlgate, den Donald Trump einfach nicht abschütteln konnte, eskaliert jetzt wieder ganz dramatisch und Amerika stehen turbulente Wochen und Monate bevor.